Geil. Und die neue Rüstung. Alter, Finowski, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind momentan an einem Geisterhaus in Novigrad, wo wir die Traumdeuterin Corinne... Ich habe den Namen vergessen. Ich habe es echt... trifft Corinne. Wo wir Corinne getroffen haben, die von einem kleinen Götterling da, den wir da drüben in der Ecke schon um Tandaradein sehen, ein wenig verarscht worden ist. Und... Genau, sie sollte eigentlich die Geschichte dieses Hauses träumen, dass der Bankier, der das Ganze gekauft hat, es weiter vermieten kann, doch die Sarah möchte das nicht. Wo wir dann eingewilligt haben und gesagt haben, ey, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Wir sagen dem Bankier, dass es hier spukt und wir können den Fluch nicht brechen. Im Keller haben wir in der letzten Folge auch noch diesen Durchgang hier gesehen. Auch aufgemacht. Und ich bin mal ganz gespannt, was wir dahinter finden. Anscheinend, würde ich sagen, eine alte Elfenruine. Ach, du willst mich doch verarschen. Das war alles? Ich dachte, hier geht's jetzt weiter. Und dann hier riesen Dungeon und ich habe Angst gehabt, dass wir nicht mehr hochkommen. Toll. Ein Cliffhanger für gar nichts. Na Gott. Aber das wisst ihr ja auch noch nicht. Das zweite Schwert ist es für den Notfall, falls das erste bricht. Sehr klug. Ich sag nichts. Ich bin raus, Onkel Klaus. Keine Ahnung. Okay. Wir haben wieder eine neue Rüstung. Es fehlen immer noch 30. Ah, das kann doch nicht sein. Na komm schon. Wir haben 4 mehr. Nimm mal die. Nimm mal die. Okay, ich muss gucken, dass ich irgendwoher noch 30 Erfahrungspunkte kriegen kann. Hey, Halsabschneider! Mann von Hurensohn. Alter. Okay, haben wir hier... Warte mal ganz kurz. Haben wir hier... Da haben wir. Das machen wir jetzt schnell. Die Corinne kann kurz warten. Corinne kann ganz kurz warten. Das lasse ich jetzt nämlich nicht auf mir sitzen. 30 Erfahrungspunkte, das ist ja nichts. Das ist ja einem Gegner über den Kopf streicheln. Denn ich habe in der letzten Folge irgendwann mal noch was entdeckt. Hier. Bewachter Schatz. Und noch 2 erkundete Orte. Die machen wir noch schnell. Ganz kurz mal ein bisschen Abwechslung, mal ein bisschen was anderes als die Stadt wiedersehen. Mal kurz gucken. Da, erstmal will ich den Schatz haben. Und da ist sie. Ah, das habt ihr jetzt aber gesehen, oder? Plötzlich kam die Plötze, ist einfach aufgetaucht. So. Speichern. Erstmal den bewachten Schatz, dann die beiden Fragezeichen, dann sollten wir eigentlich drüber sein, dann können wir uns wieder neu ausrüsten, die alten Sachen verkaufen. Dann sieht das wieder gut aus. Ich will nur zu dem Schatz, ich will gar nichts mit euch. Noch mehr von denen. Ich glaube, das war das mit dem Aalghul, oder? Wo wir schon mal waren. Folgen die uns? Ja, das war das mit dem Aalghul. Ah, lecker, lecker, lecker. Axi. Level 13! Warum ist der Level 13? Willst du mich verarschen? Aber den Schatz haben wir doch schon mal geholt, oder nicht? Okay, komm mal her, komm mal her. Ja, da braucht ein bisschen zum Wirken. Aber den Schatz haben wir doch schon mal geholt, oder nicht?
Mahakama-Hose und sowas. Okay. Was bist du denn? Also Nebeling oder so eine Scheiße. Okay. Bringt. Macht das keine? Doch, das macht Erfahrung. Okay. Lohnt sich das? Oh, plus 13. Wie viel macht die Hose? Plus 23. Hat sich gerade erledigt. Cool. Verdammt. Na gut. Karte und dann gehen wir hier unten. Die beiden ja. Fragezeichen. Komm, pack das Schwert weg. Die beiden Fragezeichen noch, dann sollten wir, glaube ich, verlassen. Hab ich gerade den Elch, das Hirschreh umgebracht, Alter. Versteckter Schatz und verlassene Städte. Und was ist... Was soll das sein? Ertrunkener Level 4. Och, guck mal, wie süß. Ey, soll sich dein Kollegen fressen? Ey! Stirbst du wohl. Ja, oben ist noch einer. Junge. Ach so. Ach so. Nun schau mal einer. Guck, was haben wir denn da? Aha, aha, aha. Haha, Stufe 11. Na endlich. Die Zivilisation endet am Rande dieses Lagers. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Oh, das ist ja süß. Wenn ich je einen Sohn kriege, nenne ich ihn Geralt. Woher stammt nur der ganze Glaube? Ich hab dich gemacht! Was? Was? Schnell weg! Achso, ich hab geklaut. Scheiße. Okay. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's ja begriffen. Das war nicht die schlauste Idee, die ich je hatte. Unverschickter Brief. Melitele, segne dich, Nitel. Pass auf, Nitel. Die kleine Schachtel, die du mir mitgegeben hast, war da irgendwas von Wert drinne? Ich hatte leider einen unglücklichen Arbeitsunfall und die verfluchte Schachtel ist dabei ins Wasser gefallen und ich habe sie nicht wiedergefunden. Ich wollte sie noch rausfischen, aber irgendein Teufel unten wollte sie nicht wieder hergeben. Jedes Mal, wenn ich mein Netz geworfen habe, war nur eine Falle drin. Vielleicht kann ich sie ja irgendwie rot wieder gut machen. Wie wär's mit einem Rabatt auf die nächste Lieferung? Ergebenst willig. Na dann. Machen wir das doch ganz schnell mal kurz. Es war nicht die allerschlauste. Ertrunkene! Da vorne. Zack. Und raus, bitte. Raus. Okay. Sind die wieder lieb? Ich will es ehrlich gesagt nicht unbedingt riskieren, aber war vielleicht nicht die allerschlauste Idee, die ich hier hatte. Egal. Nee, träumen in Novigrad. So. Jetzt gehen wir erstmal kurz gucken. Nee, der hat keinen. Plötzlich kamen die Plötze. Komm her. Ja. Hoppala. Schluck auf oder was? Komm, mit vollem Galopp reiten wir schwind durch Nacht und Wind mit Kind im Arm. Lecker, lecker, lecker. Muss
war knapp. Ich habe gerade fast das Kind umgeritten. So, danke euch. Ich bin wieder raus. Euer Onkel Klaus. Das wollte ich nur kurz machen. Denn jetzt haben wir richtig fette Rüstung und richtig fette Schwerter. Und kleiden uns sogleich doch mal neu ein. Na komm. So. Haarwahl. Belena Langschwert. Gnomischer Gewehr. Anfängerwaffen. Das ist doch mal fett. Bumm. Und bumm. Geil. Und die neue Rüstung. Alter Finowski, ey. Alter. Das passt einfach so gar nicht hier rein, aber ist voll egal. Ist halt einfach nur übertriebenst heftig. Boah. Aber es passt halt einfach so gar nicht. So überhaupt nicht, aber es ist halt schon übelst extrem. Jetzt sind wir nämlich ein Hexer-Samurai. Warte mal, das ist doch hier. Kauf mal. Ja, würde ich. Ich würde gerne. Willkommen, willkommen. Verkaufen. Was hast du denn da? Ist so krank, Alter. Ach, das ist so ein Billo-Händler. Bis dann. Gut, wo war denn der Schmiedemann? Der Schmiedemann ist da. Dann gehen wir mal schnell zu dem. Bin ich kaputt. Wie gesagt, die Rüstung ist halt einfach. Also sie sieht übelst geil aus. Also das ist schon mal auf jeden Fall Fakt. Aber sie passt halt einfach so null hier rein. So gar nicht. Das beste Angebot, meine Güte. Auch mit den hinzugefügten DLC, wo es herkommt. Selbst damit nicht, weil das glaube ich auch da nichts. Ich war da noch nie. Ich habe es nur so ein bisschen mal, ein paar Mal so mitbekommen und gesehen. Aber ich glaube, selbst da passt diese Rüstung nicht rein. Ich hoffe, das ist aber nicht der. Das war nicht. Ich wollte nicht zu dem. Oh, Mann, wo ist denn der andere? Hier sind sie noch irgendwo. Da ist doch der Fischmarkt. Und da müsste doch einer sein. Oder hat er zu, weil es Nacht ist? Gott, die Rüstung ist schon heftig. Mit den Schwertern und allem. Das sind zwei Katanas auf dem Rücken. Es bockt sich schon. Da gehen wir gleich rein. Bin gleich bei dir, Schnucki. Schnuzzipu. Ich muss mir nur kurz ein paar Sachen verdecken. Genau. Stadt nur verlassen können. Sag ich hier. Da bin ich richtig, nur es ist gerade Nacht. Deswegen warten wir mal bis Sonnenaufgang. Dann sollte der ja eigentlich wieder da sein. Haha! Ich habe recht. Soll ich dir was schärfen oder umschmieden? Nö, alles gut. Nur ein paar Sachen abkaufen. Was hast du im Angebot? Und zwar kannst du mir das da abkaufen und das da. Und auch wenn es drei Slots hat. Achso, der hat nicht genug Kohle. Scheiße. Warte mal. Ja, warte mal. Habe ich gar nicht gesehen. Die brauche ich auf jeden Fall. Komm, das kann ich auch mitnehmen. Geht hauptsächlich nur erstmal darum, dass ich den ganzen Schrott verkauft bekomme. Ein paar Schemas können wir halt holen. Durch die Stufe 26. Halleluja, nicht schlecht. Langschwert von Skellige. Und das nehmen wir mit. Komm, ich hole einfach mal ein paar. Vor allem die besonderen. Geld kriegen wir dann nachher wieder rein. So. Okay.
Nee, sonst haben wir nichts Besonderes. Pergament, nee. Nö, ich glaube, das passt soweit erstmal. 1089, da sind wir auf der guten Seite. Hab ich noch Plunder? Ich kann einen Sattel kann ich verkaufen. Ich habe einen. Den zweiten brauche ich nicht. Silber 140, komm. Bams. Okay, bei dem kann ich aber solche Sachen nicht verscherbeln. Sowas kann ich bei dem verkaufen, aber das bringt es nicht hart. 555, so viel hat er noch nicht mehr. Egal. Passt. Ganz lieben Dank. Bis dann. Die Firma dankt. So. Jetzt hole ich mir bestimmt die Grippe. Und ich hole mir die Krätze. Wir haben alle unsere Klagen. Maribora Schwert. Hier, der goldene Stör. In so herrlicher Natur. Nutten. Über Nutten. Nutten. Das ist eine Kneipe? Oder ein Hurenhaus? Ich glaube, da sehe ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will. Bluten sollst du. Warum lasst ihr mich nicht... Meister Lehmhut grüßt den Herausforderer herzlich. Geralt grüßt Meister Lehmhut. Nimmst du die Herausforderung an und kämpfst gegen unseren Tavernenmeister? Warum denn nicht? Ein bisschen was auf die Omme geben? Alter, da hauen wir aber voll rein. Ja, ich kämpfe gegen diesen Gregorio Dingsbums. Eure Aufmerksamkeit bitte. Dieser feine Hexer tritt gegen unseren Tavernenmeister an. Georgius Georg, auch Rambock genannt. Lass uns ein Wort wechseln, solange der Meister sich vorbereitet. Okay. Reden wir über Geld. Ich will offen sein. Du kannst wirklich viel verdienen, solange du ein paar Ratschläge beherzigst. Willst du, dass ich bescheiße? Nicht bescheißen. In ein Unternehmen einsteigen, nichts weiter. Was sagst du? Okay, warte mal. Hören wir uns das Ganze erstmal an. Wie viel kriege ich, wenn ich den Kampf verliere? Deutlich mehr, als wenn du ihn gewinnst. Okay. Naja. Ich habe jetzt 80 verwendet, 160 würde ich bekommen. Okay. Ein Eimer Geld dafür, ein paar Schläge einzustecken? Verlockend. Bin dabei. Was soll ich tun? Nicht viel. Schlag ein paar Mal zu, nicht zu oft. Und lass dich dann umhauen. Ein warmes Willkommen unseren Kandidaten, die den Ring betreten. Geralt gegen Georgius Georg, den Rambock. Möge der Bessere gewinnen. Okay, irgendwie vertraue ich dem Braten nicht ganz. Mal gucken. Ich hätte vorher sprechen sollen. Jetzt war da mal ein bisschen in die Fresse, Alter. So, und jetzt lass uns verdreschen. Komm. Ganz kampflos ergebe ich mich jetzt nicht. Was? Alter Junge. Gratulation. Ballert. Ein schöner Kampf. Deine vereinbarte Belohnung. Okay. 25. Du willst mich verarschen, oder? Ah, da ist der Rest. Na gut, beschweren tue ich mich jetzt mal nicht. Stechenden Schmerzen im Rücken. Ah, kann ich dir helfen? Schneid dir die Wirbelsäule raus. Boah, Alter. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Georgius Rambock Georg. Ich weiß, dass er da unten steht. Aufnehmen, Wasserflasche, altes Ziegenfell. Hoppala. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten.
Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Okay, warte mal. Träume, was ist das denn genau? Deine Gabe. Wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Okay. Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Okay, okay. Ja gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, nicht? Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Na dann. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich habe sie in Kermorhin ausgebildet. Ich habe ihr einmal das Leben gerettet. Sie war dabei, als ich gestorben bin. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich, sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das ist ja mal ganz, dann doch sehr interessant. Ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Aber sind die jetzt alle wahr oder ist das einfach nur irgendwas herbei? Weil, nee, dann, nein, alles. Wobei. Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ich bin mal doch ganz gespannt. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder. Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Eine noch. Ich habe noch mehr zu sagen. Eine noch. Dann bitte.
Das heftigste von allem. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon. Der Punkt dabei ist, können wir ihr vertrauen? Wobei, ich bin mir auch ganz sicher, es ist allgemein ziemlich bekannt. Also... Sie ist ein Kind vom älteren Blut. Eine Tochter der blutigen Falker? Der Rebellin, die auf dem Scheiterhaufen verbrannte? Der Prophezeiung nach wird der Weltenzerstörer aus dem verfluchten Blut des Unruhestifters wiedergeboren. Reine Legende. Und wann wird eine Legende zur Prophezeiung? Wenn sie Anhänger findet. Kein Wunder, dass du so zögerlich über das Mädchen sprichst. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Sie hat gesagt, es ist wichtig, dass wir alles sagen und nichts zurückhalten. Ja, da ist noch etwas. Ich weiß noch, dass Ciri ihre Fähigkeiten nicht richtig kontrollieren konnte. Yennefer wollte ihr einfache Zaubersprüche beibringen und Ciri hat daraufhin einen Schuppen in der Nähe zerstört. Sie war ganz geknickt, obwohl es nur ein alter Schuppen war. Lange hat sie versucht, ihre Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen. Aber ich befürchte, sie hat es bis heute nicht richtig geschafft. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Eins haben wir noch. Ja, da ist noch etwas. Ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir alles sagen. Ich hoffe, dass wir nicht wieder einen Fehler begehen. Sie nennen Ciri die Herrin der Zeiten und Welten. Einmal habe ich Yennefer nach dem Grund dafür gefragt. Sie... reist zwischen den Welten. Ich kann es nicht gut erklären. Ich habe nicht viel von dem verstanden, was Yen mir erzählt hat. Ich weiß nur, dass noch mehr dahinter steckt als nur die Reise zu anderen Orten. Und dass Ciris Blut sehr, sehr mächtig ist. Verstehe. Möchtest du noch mehr sagen? Nein. Können wir anfangen? Natürlich. Du sorgst dich um sie. Aber deine Stimme... Du versuchst, deine Gefühle zu verbergen. Können wir bitte weitermachen? Leg dich neben mich und versuche, dich zu entspannen. Du musst meine Hand nehmen und über Ciri reden. Sag mir, wo sie sich aufhalten und wer ihr Begleiter sein könnte. Wenn Ciri mich nicht finden konnte, hat sie bestimmt nach anderen Freunden gesucht. Wen meinst du? Rittersporn, Yennefer und Triss. Naja, nur wen von den beiden, das ist die Frage. Aber ich glaube eher Yennefer und Triss. Weil die nämlich auch Hexer sind und sie eher vor der wilden Jagd beschützen hätte können. Denn Rittersporn ist ein Dichter. Dazu später aber noch mehr. Yennefer war nicht in Novigrad. Triss schon, aber Ciri hat sie nicht gefunden. Rittersporn vielleicht? Sie mochten sich gerne.
Ich habe von einer Schwalbe geträumt. Danach hatte ich nur noch Albträume. Manchmal können Träume sich vervielfachen und die Vergangenheit ebenso zeigen wie die Zukunft. Die Schwalbe ist Ciris Zeichen. Sie hat Rittersporn getroffen. Ich wusste nicht, dass er in der Stadt ist. Der Poet? Ich habe von ihm gehört. Jemand hat ihm das Rosmarin und Thymian vermacht. Das Rosmarin und Thymian? Rosmarin und Thymian? Wo ist das? Wenn du die Stadt durch den Rotlichtbezirk betrittst, kommst du zu einer Brücke. Das Rosmarin ist direkt dahinter. Rittersporn hat ein Bordell geerbt? So habe ich das gehört. Naja. Danke für deine Hilfe. Viel Glück, Hexer. Ich hoffe, du wirst deine Ciri finden. Das hoffe ich doch auch. Was ich aber genauso hoffe, ist, dass euch diese heutige Folge gefallen hat. Denn ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Nicht vergessen, jeden Tag... Verzeihung. Jeden Tag 15 Uhr geht es weiter. Morgen, übermorgen und die restlichen Tage. Ganz herzlichen Dank. Nichts verpassen, immer dabei sein. Haut rein, tschö bitte und gehabt euch wohl.